Sehr geehrte Anne-Sophie Mutter, wir ehren Sie heute mit dem Erich-Fromm-Preis 2011 für ein Engagement, das scheinbar außerhalb Ihres Faches liegt. Es ist natürlich eine ganz große Ehre, große Freude, dass Anne-Sophie Mutter diesen Preis bekommen hat, sehr wohlverdientermaßen. Ihr kluges und mit einer beeindruckenden Menschlichkeit grundiertes Eintreten für Menschen im Schatten der Gesellschaft, für Alte, für Kranke, für Behinderte, für Waisenkinder in Lettland und für gefährdete junge Frauen in Rumänien ist beispielhaft. Ja, es ist mir wichtig, bei dieser großen Auszeichnung an Anne-Sophie Mutter dabei zu sein, weil ich es für richtig und großartig finde, eine berühmte Musikerin auch dafür auszuzeichnen, dass sie in einer großartigen Weise ihre Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber sieht und vor allem den Kindern gegenüber sieht und dass das genauso zu ihrem Lebenswerk gehört wie ihre Aufgaben, die sie in der großen Musik wahrnimmt. Wir danken Ihnen für dieses humanistische Engagement mit dem Erich-Fromm-Preis 2011. Ich empfinde es als eine ganz besondere Ehre, den Erich-Fromm-Preis 2011 entgegennehmen zu dürfen. Es gibt zwei Vorbilder in meinem Leben, denen ich diese hohe Auszeichnung heute letztlich zu verdanken habe. Der evangelische Pfarrer Paul Gräb und seine Frau Hanna begannen in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in meiner Heimatstadt Wehr mit dem Aufbau eines Diakoniezentrums für behinderte Menschen. Da mir wahrlich kein Lob zusteht für eine Sache, die mir ein Herzensbedürfnis ist, werde ich das mit dem Erich-Fromm-Preis verbundene monetäre Lob in Höhe von 10.000 Euro direkt weiterreichen an die Hanna und Paul Gräb Stiftung. Das Anliegen des Preises ist, das Denken, das Werk von Fromm weiterzuführen, aber eben auch den humanistischen Geist Fromms weiterzutragen. Und Anne-Sophie Mutter hat ein sehr umfassendes soziales Engagement. Fromms Hauptverdienst liegt wissenschaftlich ja darin, dass er sozusagen die leidenschaftliche Grundstrebung einer Epoche zu erfassen versuchte. Das hat er ganz am Anfang mit dem autoritären Charakter und autoritären Geist zu tun versucht, später mit der Marketingorientierung und eben dieses weiterzutragen, was bewegt die vielen Menschen in einer Gesellschaft heute am meisten, wonach streben sie, offen oder auch insgeheim, vor allem diese Übersetzungsarbeit in die Gegenwart ist ein Hauptanliegen der Fromm-Gesellschaft.